Moin und herzlich willkommen. Im Evangelium dieses Sonntags hören wir davon, dass Johannes der Täufer im Gefängnis ist. Johannes hat Zeit. Zeit zum Nachdenken. Und eine Frage, die ihn beschäftigt, ist: Kann es wirklich sein, dass dieser Jesus der ist, den ich verkündet habe als den Messias? Und weil ihn diese Frage so beschäftigt, schickt er seine Jünger los zu Jesus und lässt fragen: Bist du es, der da kommen soll? Oder müssen wir auf einen anderen warten? Johannes hat die Vorstellung, dass der Messias ein mächtiger Mann ist, der daherkommt, der dreinschlägt und für Ordnung sorgt. Und dann kommt dieser Jesus, nett daher. Vielleicht hat Johannes die Sorge, naja, wer nett ist, den beißen die Hunde. Er traut ihm vielleicht nicht zu, dass er wirklich die Welt rettet. Und Jesus sagt den Jüngern des Johannes: Erzählt Johannes das, was ihr seht. Blinde sehen und Lahme gehen. Jesus ist anders, ein anderer Messias als der, den Johannes erwartet hat. Er will die Menschen retten, indem er ihr Herz gewinnt. Er hat ein Herz für die Menschen, weil er davon überzeugt ist, dass nur das die Welt retten kann und im Letzten auch den einzelnen Menschen. Er glaubt daran, dass die Liebe am Ende siegt. Das ist seine Botschaft. Und Johannes glaubt ihr und lässt sich darauf ein, mit diesem Jesus zu gehen. Und die Jünger des Johannes werden später auch Jünger von Jesus. Bist du es, der da kommen soll? Oder müssen wir auf einen anderen warten? Können wir glauben, dass der Jesus wirklich der Messias ist, weil er ein Herz für die Menschen hat? Und wenn ja, haben auch wir ein Herz für die Menschen, mit denen wir leben, und wenden wir uns ihnen zu? Christen haben ein Herz für die Menschen, wenden sich ihnen zu und sind ihnen nah. Vielleicht kann das ein Wegbegleiter sein für die kommende Woche, dem Weihnachtsfest entgegen. In diesem Sinne Ihnen allen einen gesegneten Sonntag, passen Sie gut auf sich auf und bleiben Sie gesund. Ihr Pastor Christoph Winkeler.